Geschichte mit Daniel geht weiter. Diese beiden Männer möchten, dass Daniel in die Löwengrube geworfen wird. König Darius läuft den ganzen Tag verzweifelt hin und her, weil er Daniel nicht in die Löwengrube werfen will. Daniel betet wie immer zu seinem Gott. Und die Löwen sind in der Löwengrube. Der König läuft den ganzen Tag durch sein Reich. Er ist ganz verzweifelt und überlegt, was könnte ich denn machen? Wie könnte ich denn dem Daniel helfen? Er läuft hin und wieder zurück und er grübelt. Was soll ich nur machen? Was habe ich denn da für einen Fehler gemacht, so ein idiotisches Gesetz zu erlassen? Meine Güte, und ausgerechnet mein bester Mitarbeiter Daniel und mein Freund Daniel, den habe ich jetzt so in Gefahr gebracht. Darius ist ganz verzweifelt und weiß nicht, was er tun soll, aber irgendwann kommt der Abend und er merkt, es ist keine Zeit mehr. Dann kommen die beiden Verwalter und sagen, was ist jetzt los? Wir warten drauf, dass du Daniel in die Löwengrube wirfst. Wir haben jetzt den ganzen Tag gewartet. Du hast das Gesetz unterschrieben und das kann man nicht rückgängig machen. Und der König sagt, ja, ich weiß, ich habe das Gesetz unterschrieben und ich mache es auch nicht rückgängig. Dann muss es halt so sein, wir werfen Daniel in die Löwengrube. Und wenn sein Gott wirklich so toll ist, wie Daniel sagt, dann wird er ihn schon retten und bewahren. Und so sagte König Darius, holt Daniel her, ich will ihn in die Löwengrube werfen lassen. Und als Daniel da war, sagte er zu ihm, dein Gott, den du so treu verehrst, möge dich retten. So gingen sie alle zur Löwengrube und Daniel musste in die Grube zu den Löwen hineingehen. Dann wurden große Steine gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König nahm die Siegel und versiegelte eigenhändig den Stein mit seinem königlichen Siegel und mit dem Siegel der mächtigen Männer seines Reiches, damit niemand Daniel heimlich helfen kann. Daniel war jetzt da drin, alleine mit den Löwen. Er ist jetzt ganz alleine in der Löwengrube, habe ich eben gesagt. Aber stimmt das? Ist Daniel wirklich ganz alleine? Wir wissen, dass einer immer bei uns ist und das ist Gott. Wir sind nie ganz alleine, denn Gott ist immer da. Und wie die Geschichte weitergeht, das erfahrt ihr beim nächsten Film.